Jetzt die Frage, Lede oder Lübbenau? Hier geht es nach Lübbenau in 2,5 Kilometern und hier an der Seite sind es nur 1,5 Kilometer. Das war die Frage letzte Woche und wie es nun wirklich weitergeht, das seht ihr im heutigen Video. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten. Und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Aber ich glaube, ich entscheide mich für Lede. Denn in Lübbenau war ich schon mehrmals, aber in Lede kann ich mich nicht so gut erinnern. Ha, wer mit dem Fahrrad ist und nach Lede will, hat ein Problem. Gut, dass ich doch zu Fuß bin. There will be a day coming, a time of peace. No more pain and suffering, just ease. We will be living in harmony and singing together a melody so pure, so real, only love. Take a look around you, can you see it coming too? All around the world we can make a stand and reach out for others to take the hand. So, jetzt ein bisschen Realität für euch. Hier ist so ein Dreh- und Angelpunkt. Praktisch eine Kreuzung. Und ja, hier ist es halt sehr touristisch. I can see an open door. What are we waiting for? Now is the time to bring back the love into the human heart. We can make it happen today. All we just have to say are words of love that cast out every hate. Every little step in this direction will heal the world and cause affection. Trust now, the source of love. Da ich jetzt noch niemanden mit Tracht gesehen habe, zeige ich es euch mal hier. So sehen die Damen aus in ihren Trachten. Es ist Zeit für Lunch. Ich bin hier einfach mal eingekehrt. Sieht ganz gemütlich aus. Und das Essen ist auch nicht so teuer, also super günstig eigentlich. Schaut mal. Ich wollte kurz noch mal was sagen zum Internet. Für mich ist es ja immer sehr wichtig, als Reiseblogger Internet zu haben. Und ja, also hier in Lede ist wirklich nix. Kein Müh. Unterwegs war es relativ gut, mal da, mal nicht da. Und in Leipe, wo ich jetzt ja mit dem Auto stehe, da war super Internet. Also das heißt natürlich auch, dass man hier nirgendwo mit Karte zahlen kann. Also wer hierher kommt, muss Bargeld mitbringen. Ich liebe Königsberger Klopse. Und dann noch mit diesem Ausblick hier. Dazu noch einen leckeren Eiskaffee. Die Post kommt auch schon. Take a look around you, can you see it coming too? All around the world we can make a stand and reach out for others to take their hands. I can see this open door, what are we waiting for? Now is the time to bring back the love into the human hearts. Wie süß. So ein kleiner Biergarten hier. Kann man im Kahn sitzen. There will be a day coming, a time of peace. No more
pain and suffering just is. So, ich spaziere jetzt hier noch ein bisschen durch Ledes. Schöner Ort. Und esse Rhabarber-Eis. Hab noch nie im Leben Rhabarber-Eis gegessen, aber es ist richtig, richtig lecker. So, jetzt geht's los mit dem Kahn. We will be living in harmony and singing together a melody so pure, so real, only love. Hallo Doris! Take a look around you, can you see it coming too? All around the world we can make a stand and reach out for others to take their hands. I can see an open door, what are we waiting for? Now is the time to bring back the love into... So, es geht los. Wir müssen nochmal umkehren, es kommen noch zwei Nachzügler. Ich stehe schon unter der Brücke. Legen wir erstmal einen Rückwärtsgang ein. The human heart. We can make it happen today. All we just have to say are words of love that cast out every hate. Every little step in this direction will heal the world and cause affection. Trust now. Es gibt praktische Grundstücke, die überhaupt gar keine Zufahrt zum örtlichen Straßennetz haben, nur über Wasser erreichbar sind. Und dort gibt es hier so Stellen wie diese hier. Da können die Bewohner mit dem Auto herfahren und alles um- und beladen. Auch Mülltonnen, Müllabfuhr wird hier über diese Art Häfen gemacht. The songs of love. Take a look around you. Es gibt hier 200 Wasserarme und insgesamt 450 Kilometer Wasserstrecke. Can you see it coming too? All around the world we can make a stand. Hier diese Fässer, die man hier sieht hinter der Birke, das sind Gurkenfässer gewesen. Das ist hier alles nur noch mit dem Kahn zu erreichen. Im Winter kann man eventuell noch übers Eis laufen. Das letzte Mal, wo man hier über Eis laufen konnte, war 2013. Reach out for others to take their hands. I can see this open door. What are we waiting for? Ein Rastplatz für Kähne sozusagen. Hier kann man hier Spreewäldergurken und Schmalzstullen und so weiter kaufen. Ich bin satt von meiner Königsberger Klopse. Hast du ein bestimmtes Fett wieder rein? Natürlich. Dankeschön. Ich wünsche eine schöne Weiterfahrt. Viel Spaß. So, wir müssen jetzt hier umdrehen, denn das ist einmal Einbahnstraße. Übrigens ist da hinten mein E10-Wanderweg, der von Lübben nach Leipe führt. Nein, von Lübbenau nach Leipe führt, den ich nachher dann wieder zurücklaufen muss. Wir sind jetzt auf der Hauptspree. Übrigens gibt es hier viele Kastanienbäume. Wer jetzt also im Herbst hierher kommt und Kahnfahrt machen will, der sollte sich auf jeden Fall einen Helm mitbringen. Die Ernte wird dieses Jahr sehr reich ausfallen. Das sind übrigens Kamerun-Schafe. Die haben keine Wolle und sind viel pflegeleichter. Wenn man ganz ruhig Urlaub machen will, der kann das hier tun. Man kommt hier nicht mit dem Auto ran. Das bleibt dann auf dem Parkplatz in Lede stehen. Ja, man wird dann mit dem Kahn hierher befördert. Da sind wir wieder. So, jetzt gibt es noch einen leckeren Latte Macchiato hier an derselben Stelle. Einmal Junggesellenabschied bitte. Die machen richtig Party hier. Und ein Hefeplinz mit Kirschen.
Lecker. Der Kuckuck ruft. So, bevor ich jetzt zum Auto komme, nochmal ein kurzes Fazit des Wanderweges. Also, zuerst ist er wunderschön. Aber wenn ihr 5 Kilometer diesen Weg, schaut mal, hinter mir gelaufen seid, dann wird's langsam öde. Es ist immer das Gleiche, immer dieser Flusslauf hier neben, andere Seite auch. Die Bäume, immer das Gleiche, kilometerweit, stundenlang. Daher, ja, wird nach einer Weile etwas langweilig. Hier in Leipe gibt es übrigens auch ein paar Stellplätze. Hier weiter hinten ist ein Park4Night-Stellplatz bei einem Bauern. Den findet ihr sicher über diese App. Und jetzt zeige ich euch nochmal vor mir den. Hier ist das Hotel Spreewald Hotel Leipe. Und da kann man auch parken. Ihr seht schon, da stehen welche. Allerdings muss man sich da im Spreewald Hotel anmelden. Ich weiß auch nicht, was es kostet. Und die dritte Möglichkeit, hier in Leipe zu stehen, ist hier auf dem Parkplatz gleich am Ortseingang rechts. Da kostet die Tagesgebühr 4 Euro. Ich habe über Nacht kostenlos gestanden. Es ist momentan noch kein Nachtparkverbotsschild hier und ich war auch ganz alleine auf dem Parkplatz. Und das ist auch hier direkt am Hafen von Leipe. Wer also mit seinem Kanu einreist, der kann es auch gleich hier vom Auto abladen und einschiffen oder wie man es nennt. Ich bin zurück bei Venna. Mir tun ganz schön die Füße weh. Also der Nachteil war jetzt, dass ich hin und zurück denselben Weg laufen musste, weil das öffentliche Verkehrsnetz ist hier scheinbar nicht so ausgebaut. Ich dachte mir, ich laufe hin oder ich wandere hin und fahre dann entweder mit einem Kahn zurück oder mit dem Bus, Zug oder was auch immer. Und ja, ich bin dann halt in Lede angekommen, habe gefragt, also ein Kahn fährt nicht von Lede nach Leipe. Und dann dachte ich mir, okay, dann fährst du nach Lübbenau mit dem Kahn und fährst von Lübbenau mit dem Bus hier zurück nach Leipe. Das geht auch nicht, weil der Bus, der hier in Leipe hält, der kommt aus Burg. Ich hätte also von Lübbenau noch nach Burg fahren müssen und dann zurück nach Leipe, was wiederum heute auch nicht gegangen wäre, weil heute Wochenende ist. Es scheint ein Schulbus zu sein, der fährt nur montags bis freitags. Also, ja, also wie gesagt, entweder bringt man sich ein Fahrrad mit, fährt hin und zurück mit Fahrrad oder man muss echt hin und zurück denselben Weg laufen, was natürlich dann doch ein bisschen langweilig ist. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Abo dalassen. Tschüss!